Ja, liebe Gründerszene-Fans, freut mich hier für euch dabei zu sein. Ja, also ich bin jetzt auch Gründer und da bin ich sehr stolz drauf, und zwar von einem Festival, wie ihr vielleicht wisst, Green Tech Festival in Berlin. Letztes Jahr hatten wir das erste Event und hatten gleich 35.000 Besucher und Teilnehmer. Also es war ganz, ganz toll, Riesenerfolg, zusammen mit der Formel E hier im Tempelhof in Berlin. Und dieses Jahr 2020 starten wir das zweite Event im 19. bis 21. Juni. Ihr seid auch herzlich willkommen, natürlich alle. Es wäre schön, wenn wir von der Startup-Szene auch große Anteilnahme bekommen und große Unterstützung bekommen. Du bist ja nicht nur Gründer vom Green Tech Festival, sondern auch Investor geworden. Hat sich dein Portfolio entwickelt im letzten Jahr? Du bist ja bei Tier eingestiegen. Ja, ich bin da sehr aktiv gewesen jetzt in den letzten 3 Jahren. Also eigentlich so nur, also direkt nach meiner Formel 1 Karriere halt. Und eins meiner ersten Invests war Formel E, wo ich mich auch sehr freue über die Entwicklung. Da bin ich sehr frühzeitig eingestiegen, da war noch ein großes Risiko, aber es hat sich natürlich toll entwickelt. Und Mobilität ist halt ein Fokus gewesen. Und dann kam zum Beispiel auch Tier dazu und hier unsere Flugtaxis und so weiter. Und auch Tier macht ganz tolle Fortschritte. Aber alles, wie wir wissen, natürlich in der Startup-Szene, ist halt immer mit großem Risiko besetzt. Weniger riskant ist da mit Sicherheit dein Engagement bei DHDL. Was können wir da erwarten? Ja, das freut mich total, jetzt auch als Löwe unterwegs zu sein. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein. Die Sendungen starten dann ab August und die ersten Drehtage werden jetzt schon Anfang Februar sein. Und eine Bedingung halt für mich, da mitzumachen, war, dass die auch viele Unternehmen sourcen und pitchen lassen, die halt sich für die Umwelt engagieren. Ja, das war für mich eine Bedingung, das war mir ganz wichtig. Also auch auf die ganzen Unternehmen freue ich mich sehr. Falls ihr so ein Unternehmen habt, bitte auch jetzt schreiben an DHDL. Vielleicht könnt ihr auch noch pitchen, das wäre natürlich klasse. Und ich freue mich auf die Sendung. Ja. Wirst du der neue Frank Thelen sein oder hast du einen eigenen Kurs? Nein, ich bin einfach der neue Nico bei DHDL. Aber klar, ich werde mich mit den anderen austauschen und auch mit Frank mal telefonieren und so, was so seine Erfahrungen sind. Dann sind ja alles super Typen und Frauen natürlich. Was wird das Highlight beim Green Tech Festival sein? Kannst du das schon verraten? Highlight beim Green Tech Festival, es gibt so viele Highlights. Es ist zum Beispiel der Music Act. Wir werden eine weltweit bekannte Gruppe da haben bei uns und das wird ein richtig großes Konzert. Dann kommt natürlich die Konferenz, wo wir halt auch wirklich Lösungen erarbeiten. Ja, und auf das freue ich mich auch sehr, was dabei rauskommt. Und so weiter. Also das kommt von einem zum nächsten. Dann natürlich die Produkte, die wir präsentieren, ja, in der Expo, da werden riesen Highlights sein, so weltweit führende, innovative Unternehmen für die Umwelt und so weiter.